Im kristallklaren Wasser des Atlantischen Ozeans nahe der Färöer Inseln wird ein neues Superfood angebaut: Seegras. Eine wahre Fundgrube an Vorteilen. Seegras ist eine natürliche Jodquelle, beinhaltet Vitamine, Antioxidantien und Mineralien wie Calcium und Eisen, als auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die essentiell für den menschlichen Körper sind. Bei der Verarbeitung der geernteten Makroalgen werten sie unterschiedliche Rohprodukte auf. Sie können als Nahrungsmittel, Tiernahrung, für Kosmetikprodukte und Arzneimittel genutzt werden, aber auch zu Düngemitteln, Biokraftstoff und Verpackungsmaterial weiterverarbeitet werden. Spitzenreiter in der Entwicklung von Anlagen zum Seegrasanbau auf offener See ist Ocean Rainforest auf den Färöer Inseln. Angeführt von ihrem wegweisenden Gründer begann das Unternehmen 2012, das unerschlossene Potenzial von Seegras zu entdecken und baut heute ihr Geschäft auf dem schnell wachsenden Marktpotenzial der Meerespflanzen auf. Das Entwicklungspotenzial des Seegrasanbaus ist enorm. Es wächst sehr schnell ohne den Einsatz von Düngemitteln. Es nimmt Stickstoff und mehr CO2 auf als ein tropischer Regenwald und bekämpft so den Klimawandel und säubert die Meere. Bis zu 6 Ernten können von derselben Leine gemacht werden, ohne neu zu säen, und 2 Ernten pro Jahr sind möglich. Die Wasserpflanzen entlasten die Landwirtschaft und da 2/3 der Erdoberfläche aus Wasser besteht, sind die möglichen Anbauflächen nahezu grenzenlos. Seegras ist eine nachhaltige Alternative für Nahrung und Futter und schafft lokale Arbeitsplätze. Auf den Färöer Inseln hat Seegras bereits zu regionalem Wachstum in einer ländlichen Küstenregion geführt. Und jeder, der nahe der Küste des Nordatlantiks lebt, hat die Möglichkeit, das Geschäftsmodell nachzuahmen. Zurzeit wird das Anbausystem, das Ocean Rainforest entwickelt hat, in einem Pilotprojekt in Kalifornien, USA, an Seetangarten im Pazifischen Ozean angepasst.